Umso länger die Saison dauerte, umso mehr konkretisierte es sich dann ja für uns. Der Glaube wirklich, dass der dann wirklich so festgewachsen ist, das kam erst relativ spät. Wir haben die ersten 5 Spiele gewonnen und haben da auch schon gemerkt, dass wir nicht nur mithalten können, sondern auch die Gegner besiegen. Nachdem der Vorsprung auf die Konkurrenz immer größer wurde. Spätestens in der Winterpause war uns dann schon klar, dass wir was Großes erreichen können diese Saison. Wir sind nach Ingolstadt gefahren. Jeder wusste, okay, das kann wirklich der Tag wird. Das Spiel in Ingolstadt, alles, nur nichts für schwache Nerven. Die 92. Minute, Nachspielzeit, Merkel wird gefoult. Noch einmal Freistoß für die Eintracht aus gut 20 Metern. Sowohl Dogi, der am Freistoß stand, als auch Damir. Zum Glück ist Damir hingegangen. Der Künstler am Ball, der Freistoßkünstler am Ball. Der Ball ist frei, Vrančić läuft an, Vrančić schießt. Das Gefühl kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Ich habe leider eine Jacke an, sonst könnt ihr meine Gänsehaut sehen. Ey, ich habe jetzt Gänsehaut, wirklich, wenn du es sagst. Das war ein unglaublicher Moment. In dem Moment sind Stunden vergangen. Ja, immer noch jetzt, wenn man das so erzählt oder wenn man das mal sieht, schlägt das Herz auf jeden Fall höher. Tor! Tor! Tor für Braunschweig! Ich fasse es ja nicht! Wenn man sieht, was hier in der Stadt los war, zum ersten Mal wieder erste Liga nach 28 Jahren. Welche Emotionen das in der Region geweckt hat. Als dann die Menschenmenge uns empfangen hat und da habe ich echt gedacht, dass, wow, ey, leck mich am Arsch, ey. Und das war so, glaube ich, der Knackpunkt, wo du gedacht hast, krass, was wir eigentlich da geleistet haben nach all den Jahren. Das Besondere an dieser Mannschaft war, dass wir ein Team waren. Freunde, die auf dem Platz standen, wir haben füreinander gefightet. So ein wichtiger Punkt, dieser Zusammenhalt. Grenzenloses Feiern, Party machen, 4 Wochen lang. Und die Sau rauslassen, weil es, denke ich, schon was Außergewöhnliches war, in der Saison aufzusteigen, wo keiner mit Eintracht Braunschweig gerechnet hat. Wir haben unser Ziel einfach nur verfolgt und im Nachgang natürlich mitbekommen, wonach die Leute hier über Jahrzehnte gelächzt haben. Und das haben wir wohlwollend aufgenommen und das kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn man über diese Momente nachdenkt. Also einfach richtig toll.